Also, insgesamt 3 Schwerter? Anscheinend. Ach, es sind immer 3, nicht wahr? Wie? 3 Schlüssel, 3 Steine, 3 Schwerter. Ziemlich vorhersehbar, findest du nicht? Bist du noch bei Verstand? Oh, natürlich. Sogar sehr. Ich mag es nur nicht, wenn der Schöpfer es sich zu leicht macht. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Darksiders 3. Ja, im letzten Part haben wir eine Stunde vollkommenes geiles Gameplay gehabt. Wir haben wahrscheinlich Zorn, einer der Todsünden, entgegengestanden. Nur leider ist unser Pferd, Vita, gestorben. Danke. Endlich ist diese Vase kaputt gegangen. Oh Gott. Au. Alter. Das ist mehr als nur Abschaum hier. So. War's das jetzt? Ich hoffe ja. Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Ja, moin. Sorry, gerade keine Zeit. Ich muss den da killen. So, jetzt können wir unser Tänzchen wagen. So, und? Au. Au. Ich vergesse immer, dass der noch explodiert. Na gut. Besiegt ist besiegt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt schon in der Story an sich so unglaubliche Probleme habe, dann möchte ich nicht wissen, was passiert. Wenn man das auf apokalyptisch spielt. Chaosfragment. Immer diese Bogenschützen, ne? Die nerven ganz schön, ey. So. Nee, oder? Zum Glück habe ich bei Vulgrim noch meine letzten Seelen verkauft. Oh nee, aber ich darf nochmal alles machen. Nein, nein. Und das wegen so einem kleinen Knilch, ey? Dein Ernst gerade? Oh nee. Oh Mann. Oh. Ach, Vulgrim. Na gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ja.
Verzieh dich. Dann gehen wir jetzt zuerst mal hier oben aufräumen. Ich will mir sagen, das geht nicht kaputt. Das ist nur Deko. Okay. Ach so, dann wären wir hier hochgekommen. Aha. Ja gut, dann killen wir zuerst mal den da. La 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 la. Wo führt es uns denn hin? Nur dahin, okay. Ich bin enttäuscht. Hä? Dein Ernst gerade? Du Stück Scheiße. Okay. Diesmal nicht. Glühende Überreste. Die ramponierten Überreste können in deinem Inventar zerschmettert werden, um einen Merkmalpunkt zu erlangen, zerschlagen, um einen Merkmalpunkt zu erhalten. Hä? Aha. Nicht schlecht. Ich bin dein Untergang. Yep. Na bitte. Große Lounge. So, so. Hmm.
Da gehe ich noch nicht lang. So. Ich gucke einfach mir alles an. Na? Also muss ich da später auch zurückgehen. Oder anscheinend nicht. Hallo. Ich gebe nicht auf. Ich glaube nämlich... Ja, seht ihr, ne? Zornfragment. Soll mir noch einer sagen, da wäre nichts zu holen. Klar, nicht in allem oder jedem Kack steckt was, aber... Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Heilungsfragment. Benutze zuerst die kleinen Heilungssachen. Irgendwie befürchte ich, dass ich hier nicht runter sollte, aber ich muss. Warum wusste ich, dass ich hier nicht runter sollte? Ey, nee, auf apokalyptisch? Nee. Au. Au. Das machst du nicht nochmal. So. Ich sollte mal schneller zu Ultan, wa? Sobald es geht. Skelette. Die können mir nichts anhaben. Leider doch, ne? Auf Quantität. Na, dann schon. Ach so.
Und wo soll jetzt der andere sein? Ach so. Ja, ich verstehe schon. So, kleiner Speicherpunkt. Seit das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, bitte, lass dir Zeit. Warum soll ich mir Zeit lassen, wenn ich von A nach B will? Die Chaosgestalt möchte ich ja ganz gerne mal sehen, aber so gegen Lobobs habe ich da keinen Bedarf für. Irgendwie, nee. Ich weigere mich. Aber ich weiß, wer ich in Stücken reißen werde mit dieser Chaosgestalt. Wird lustig. Und Moment, ich hab doch noch... Oh, das ist aber nicht viel. So. Hi, Kollege. Jetzt habe ich ja hier schon Menschen gerettet. Wo sind die denn bitte? Wie kann ich dir das je zurückzahlen? Indem du aufhörst, so scheiße zu sein. Sei gegrüßt, Reiter. Ich hab doch schon zwei Menschen gerettet. Was ist denn hier oben bitte? Das war doch damals noch nicht da. Als ich hier das erste Mal war. Ich bin so froh, jetzt hier zu sein. Kein Problem, immer gerne. Dieser Ort ist wunderschön. Naja, unter wunderschön verstehe ich was anderes. Was zum verfluchten Kack? Jetzt sind wir dann ganz oben, wa? Kamen wir da an? Nein. Uno Momenti. Wo führt uns der Kack denn hin? Auf jeden Fall sind wir schon mal nicht unnötig hier gewesen.
Nee. Nee, oder? Ich wurde von solchen Mickerlingen besiegt. Dein Ernst gerade? Okay. Ja, wie gesagt, zum Glück ist Vulgrim ein Speicherpoint und der einzige im Spiel. Das heißt, eigentlich sollte ich bei Vulgrim wieder erscheinen. Das heißt, ich mache den ganzen Weg nochmal, aber diesmal werde ich zuerst upgraden. WTF, habe ich jetzt wirklich alles verloren? Ja, habe ich. Wie, da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Das ist der erste Anfang. Eins meiner besten Stücke. Eins meiner besten Stücke. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Interessant. Alles Gute, Fury. Ich habe noch ein Date. Und das nur, weil ich meine Heilding nicht hatte. Na wartet, Jungs. Aber das ist ultra kacke, dass man alles verliert. Egal wo man war. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn es einfach geheißen hätte, ja, mit starte nochmal von dort, aber wenn man einmal verliert, ein einziges verficktes Mal, darf man alles nochmal sammeln, auch wenn man irgendwie 10.000 Seelen hatte, irgendwie. Das ist ja ziemlich hässlich. Komm her. Ah, das sind meine Seelen gewesen. Geil. Das ist ja wirklich wie bei Dark Souls. Ja, wir machen jetzt auch nicht mehr Damage. Drei Schläge oder so. Ja, jetzt bin ich wieder zufrieden. Die können sich unsichtbar machen, die kleinen Pisser. Spinnen die. Dämonenartefakt. Hat der jetzt nicht gemacht, wa? Der Drecksknecht.
Boom, dann geht's nicht mehr, oder es ist auch nichts versteckt. Hilfe! Wetter! Oh, ein Mensch. Kannst du mich hier rausholen? Klar. Tschüssi. So. WTF. Du willst mir sagen, das hätte sie getötet. Ich weiß, warum ich Assassin's Creed eher mag. Aber gut, diesen Ausflug hätten wir auch getätigt, haben unsere Seelen wieder. Ja, und es reicht sogar wieder für ein Upgrade. Ah, ja. Das ewige Laden hier. Du willst mir sagen, ich kann nicht. Also im Moment ist es gerade ziemlich beschissen. So. Kann ich jetzt hier noch was machen? Wie kann mein Persko. Oh Gott. Wie kann mein Dame wohl jemand mächtig interessant? In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Scheiße. Möchte wohl jemand Interesse. Pass gut auf dich auf. Werde ich. Tödlö. Wir haben jetzt noch was zu machen. Womit kann dir dieser bescheidene Händler die? Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Womit kann dir die... Bitte, lass dir Zeit. Das ist ein... Oh, dann sind wir schon halbwegs durch, ey. Vielleicht kriegen wir heute noch einen Boss zustande. Na? Würde auf jeden Fall nice sein. Na los. Hä? Haben sich alle Gegner respawned? Kann das jetzt wirklich sein? Ich glaube schon fast ja. Ja. Alle wurden respawned. Ich wusste es doch. Irgendwo muss man ja an die Seelen kommen, um sich abzugraden. Irgendwo muss man ja an das Zeug kommen. Und es war Zeit, dass ich mich mal upgrade. Definitiv. Weil meine Sachen machen jetzt unglaublich viel mehr Damage.
Oh oh. Ich gehe zuerst nach oben lang. Funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir das auch im nächsten Part erst machen, weil... Scheiß Rätsel, so Mann. Wie komme ich da hoch, Mann? Ja, klar. Ist mir alles verständlich, aber... Was macht das? Wie es immer schön zu mir angetrabt kommt. Ach, so schnell zurück, aber...
Aber ich sehe ungefähr, was wir machen müssen. Oh Mann. Hallo. Aber das ist doch viel zu... Geht doch viel zu lange. Also oben konnte man den Schmarrn da runterholen. Scheiße. Und ich komme hier nicht hoch. Nö. So, ich bin ja echt nicht dumm, aber das stellt mich gerade vor eine Herausforderung, die ich nicht gerade zu regeln weiß. Das reicht auch wieder nicht. Ja, seht ihr, das bringt gar nichts. Na, ich glaube, da gucke ich jetzt mal lieber noch nach, wie man das macht, weil ich habe da echt keinen Peil von. Und habe da auch eigentlich keinen Bock, irgendwie 300 Stunden daran zu sitzen. Deswegen werde ich das jetzt mal bei dem guten Kollegen nachgucken. Greif mich an und du bist tot, du kleines Stück Scheiße. So, Also bis gleich, ne?
Ja gut, wie soll man jetzt auf die Schnelle darauf kommen? Man muss sich den vollfressen lassen. Hier ganz rüber gehen. Den da machen. Hier hin. Und dann... So. Voila. Boah, war das jetzt nervig, Mann. Also ohne Spaß. Ich mag ja Rätsel, aber nicht, wenn sie so ausarten. Was willst du jetzt noch? Dich brauche ich nicht mehr. So, machen wir den Sack zu. Meine Fresse. So, wir sind weg. Und haben zum Glück endlich die dritte Klinge. Meine Fresse. So. Aber natürlich nehme ich jetzt alles noch mit. Das nehme ich mal kurz an die Leine. Ja, und jetzt? Dein fucking Ernst, Kollege. Geh liegen. So, und wo soll ich jetzt rein? Ich habe ja jetzt... Ach, ich sollte sie vielleicht noch aktivieren. Wäre so eine little bit Idee, ne? So eine ganz kleine Idee am Rande des Wahnsinns. Der ist jetzt nicht mehr da, okay. Interessant. Hm.
Komm schon, ich möchte den nächsten Boss noch haben. Wäre geil. Herren, ruhig. Hörst du es? Das ist nicht das, was wir suchen. Lass uns weitermachen. Warte, der Erschaffer. Du schuldest ihm nichts. Ich weiß. Ich will, dass er mir etwas schuldet. Oh, ich kenne Droi. Ich kann dich zu den anderen deiner Art bringen. Mensch, wäre das nicht schön? Was? Das wird einfach ausgelöscht? Dein Ernst gerade und ihr kleinen Findelkinder wollt mir an den Arsch krapsen, Mann. Seht ihr das? Sieht das geil aus. Aber mir schwant fürchterliches, wenn das funktioniert so. Tada. Und hi, Wulgrim. Die lasse ich direkt bei dir. Womit kann die das? Mit uns beiden? Wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Hä? Habe ich irgendwo eine Abzweigung verpasst? Anscheinend. Und ich kann sie auch nicht runterholen, die kleinen Pappnasen. So. Hey, dein fucking Ernst, Mann. Das sind die nervigsten kleinen Knirschgesichter, die ich jemals gesehen und gehört habe. Oh Gott. Aber von wo schießen die? Also diese Höhle, Mann. Die halten vielleicht nicht viel aus, aber machen Schaden ohne Flachs, Mann. Wie ich jetzt da reinlaufen würde.
gegen uns. Hä? Ist klar. Mehr Fallen auf einem Fallenbasar, Mann. Dein Ernst gerade? Kleiner Wichser, Mann. Was habe ich mich hier nur eingelassen? Auf was nur? Ach ja. Bin ich dumm? Ich glaube nicht. Geht leider nicht kaputt. Dann gucken wir oben mal weiter. Dumm bin ich immer noch nicht. Aha. So. Nee, oder? Nee, oder? Ich bin einfach so gestorben. Und darf jetzt alles nochmal machen? Und das hat mir einfach alles abgezogen. Oder bin ich jetzt ganz beschucke? Den Spinz, Mann. Oh Gott. Jetzt darf ich alle nochmal erledigen, weil
das Spiel keine automatische Speicherung hat. Also, zumindest größtenteils nicht. Ich bin nicht dumm, immer noch nicht. Dein Ernst gerade? Na bitte. Wenigstens muss ich nicht mehr da hoch. Das kann ich höchstens hier hoch. Ich vertraue einfach dem normalen Sprung nicht, deswegen drücke ich den da auch gleich hinterher. So komme ich safe ins nächste Gebiet. Au! Scheiße! Mann, pisst mich das an. Geht das mir hart auf den Sack. Sowas. Ja gut, wir haben es immerhin bis hierhin geschafft. Auch wenn es bis dahin ziemlich weh tat. Ich möchte einfach noch den Boss legen. Und weil wir hatten jetzt schon eine Weile keinen Boss mehr und naja, ist dann halt schon kacke. Ach du wieder. Au, verdammte Scheiße. Ich glaube, ich habe keine anderen Heilsplitter mehr, ne? Ja, moin. War ja ganz klasse. Jetzt hoffe ich einfach nur, also nur, dass der Boss nicht allzu schwierig wird. Ja gut, ich habe noch den Chaos-Modus, aber das bedeutet gar nichts im Endeffekt. Ist hier ja nicht. Scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin, dein Talisman. Sei vorsichtig. Ja, ja. Alles klar. Ach, hier oben wart ihr. Und von da kommt man nämlich dann.
Und da ist dann Vulgrim und das Artefakt, oder wie? Yep. Na bitte. Senkt er direkt zusammen. Wir kennen das ja. Noch ein Dämonenartefakt, das nehmen wir auch noch mit. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nicht mehr zurückkommen. Nicht mehr zwingend, weil da oben sind wir reingekommen oder so. Ähnlich. Nice. Und ich habe mich schon gefragt, wie man da hochkommt. Jetzt wissen wir es. Und jetzt müssen wir auch nicht mehr dorthin. Gut, das interessiert den nicht. Wir können wieder zurückgehen. Jetzt können wir uns mit dem Boss anlegen. Hoffe ich. Habe immerhin 3 Erholungsfragmente. Sollten reichen. Aha. Da wäre es also durchgegangen. Ich hätte nicht mal da drüber hüpfen müssen, aber hier haben wir sogar noch was vergessen. Und selbst das ist wichtig zum Upgraden. Oh Gott, wie viele Seelen. Oh Gott, Vulgrim, danke.
Kann ich mir noch ein Level up greifen? So. Ja, das gibt noch ein paar Level. Ja, jetzt schon. Wie du willst, leb wohl, Freund. Ja, ja. Ich lebe immer wohl. So. Ich war bei Wulgrim und ich kann da jetzt ohne Probleme gegen den Boss antreten. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Engel so neidisch auf sie waren. Hast du je einen dieser Vögel malen sehen? Du redest über Kunst. Jetzt? Ihr? Das ist ein Museum. Ich weiß, dass wir eine Mission haben. Nicht jeder weiß, die feinen Dinge im Leben zu schätzen. Habgier. Fury. Willkommen in der Halle meiner Schätze. Leider hast du vergessen, den Eintrittspreis zu bezahlen. Dein Leben. Hol es dir, wenn du dich traust. Abschauen. Okay. Dein glorreiches Leben ist meine größte Belohnung. Ich bin dein Untergang. Definitiv. Wo ist er jetzt hin? Ne, ich nicht. Es reicht. Komm her, du Drecksack. Komm her, du Drecksack, sagte ich. Ich konnte mich ja nicht mal richtig... Ja, ja. Du nimmst dir alles, das sehe ich ja noch. Halt still, du kleine Monoich-Ratte. Komm, meine neuen Klingen. Wie bitte? Sag das nochmal. Genieß deine Sammlung, Habgier. Ein allerletztes Mal. Weißt du, was diese Kunstwerke wert waren? Wer braucht schon ein Museum, wenn man hiermit eine Sammlung herumtragen kann? Ach, Banausen!
Willkommen zurück, Fury. Es ist ja nicht so, als hatte ich eine Wahl. Entführst du all deine Gäste? Du wärst nicht so respektlos, würdest du die wahre Macht kennen, die ich dir biete. Dein Kampf mit Habgier hat gezeigt, dass dir deine Mission mehr wert ist als Besitztümer. Ein weiteres Spielzeug für mich? Wie aufmerksam von dir. Die Sturmfähigkeit. Nutze sie weise. Warum gibst du mir nicht gleich all deine Geschenke, wenn du unbedingt einen Reiter bewaffnen willst? In Fahrt! Aber geil, wir haben eine neue Fähigkeit. Wir sind jetzt der Sturmbringer, oder wie? Beispielsweise der Elektrobringer auch. Laxine. Sturmfähigkeit. Drücke L1 und 3, um Sturmgewalt zu aktivieren. Stürmische Zeiten. Aha. Ja, ich möchte eigentlich nur das Feld schnell säubern. Blitzlanze. Wird lustig. Enges Artefakt. Droppen da immer wieder andere Gegenstände oder droppt hier nur einmal was? Weil sonst wäre das ein guter Punkt, um hier was abzugraden immer. Beispielsweise um was zu holen, um abzugraden. Oder sich sowas zu gönnen. Ja, Mann. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken, Freunde. Das war die Habgier. Aber dass ein Boss keine Seelen gibt. Bitte, lass dir Zeit. Wir müssen sowieso zurück. Okay. Also auf jeden Fall wird angegeben, wo man hin muss. Also so blind ist jetzt das Game auch nicht zu spielen, weil man hat, also ich habe ja gesagt, dass die so gesagt haben, dass man die größte Zeit nicht weiß, ob man richtig ist oder falsch, aber wenn man weiterkommt, warum nicht? Und man hat ja immer eine neue Fähigkeit. Willkommen, Fury. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Oho, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch. Oho, damit wirst du ordentlich verwüstet. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Aha. Eins meiner besten Stücke. Was ist mit der Engelsfragmentkacke? Ja, und nun? Meinten sie etwa das, dass man jetzt einfach nochmal zurückgeschickt wird, obwohl man jetzt nicht mehr weiß, wo es lang geht, oder was? Keine Ahnung. Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Oder zeigt es einfach die nächste Haltestelle, die man zuerst machen sollte? Nach zum Beispiel sowas.
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ne? Sind wir weitergekommen? Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Tödle. Meine Freunde. Oder, warte mal. Muss ich jetzt da hoch, oder was? Oh. Sowas hätte ich ja auch noch. Ja, moin. Aha. Nee, ich glaube, da komme ich nicht weiter. Das heißt, ja, ich schau mal. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tödelö.